Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory zusammen mit The Snake. Moin Moin. So, hier haben wir schon 159. Wir sollten uns jetzt dran machen, endlich mal einen Container dahin zu stellen. Ich möchte das sehen, wie das hier lang läuft. Zeig es mir. Ja. Werden wir sicherlich auch noch benötigen für die Aluminiumplatten. Nicht Aluminiumplatten. Für, wie heißt es? Die Schweberucksäcke. Aha. So, können wir noch irgendwas mit Aluminiumbahn herstellen, was wir vielleicht gebrauchen könnten? Bauen wir mal eben so spaßeshalber hier einen Konstruktor hin. Aluminiumgehäuse. Weißt du was? Die lasse ich jetzt auch schon mal herstellen. Weil Aluminiumbahn haben wir verdammt viele hier. Und naja. Wäre dann halt schon mal gut, wenn wir davon auch schon welche hätten. Vielleicht brauchen wir die ja nachher noch. Ja, eventuell. Ich gehe davon aus. Ja. Traktor, einmal hier. Sieht alles noch unsauber aus. Das wird nachher alles schön in eine Fabrik verwandelt. Oder verpackt. So, Aluminiumgehäuse sollen daraus hergestellt werden. Und die gehen dann auch wieder da zurück in einen Container. Das Schönbauen kommt nachher. Erstmal so, dass wir es herstellen. So, und ich glaube, irgendwann hat auch das Problem, hat das Gerät auch Probleme, welche herzustellen. Also von daher ist gar nicht so schlimm. Dann haben wir das. Können wir sonst noch mit einem Fabrikator was mit Aluminium herstellen? Weiß ich nicht. Nee. Nur die Acryl. Ich denke nur mit dem anderen. Mit dem Manufaktor denke ich auch. Ja. Oder mit dem Mixer. Wobei, für den Mixer brauchen wir auch diese Aluminium-Dinger, was wir da gerade herstellen. Das ist gut. Ah, perfekt. Die einfachste Lösung ist rauszufinden, was wir noch herstellen können mit Aluminium. Ist, wir gucken entweder hier rein. Das sind nur die beiden Sachen, die wir mit Hand herstellen können. Oder wir gehen einfach mal zu den... Warte, nee, das machen wir gleich. Ich habe da eine Idee. Die da wäre. Wirst du gleich sehen? Ach so. Lass gleich wieder was durch die Platte fliegen. Ah, okay. Aber auch ein aufwendiges Verfahren. Naja. Also ich meine, du musst halt Quarzsand herstellen, dann bekommst du halt eine, also mit Quarzsand bekommst du nur durch Wasser und Bauxit. Die Flüssigkeit davon, das ist eine Aluxidlösung. Die kannst du dann mit Kohle zusammen weiterverarbeiten zu Aluminiumschrott. Und den Aluminiumschrott kannst du dann wieder in der Gießerei zusammen mit Quarzsand in Aluminiumbahn herstellen. Okay. Also fast ein Kreislauf. Die ganze... Ganze Konstruktion muss ich noch überlegen. Ich glaube, das wird dann in der nächsten Etage über Kupfer passieren.
bei uns. Oder wir bauen noch ein extra Gehäuse dafür. Und lassen mit dem Zug das dann da wegtransportieren. Weiß noch nicht wie. Weil eigentlich macht das gar keinen Sinn. Außerdem bin ich gerade zu weit Wirklich nicht. gelaufen. So, einmal. Ja, hub noch einmal, ne? Naja. Und auf Milestone damit. reached. The Hoverpack enables aerial overview of all powered factories, as well as easy transport across multi-level buildings by wirelessly connecting to the power grid. Ja. Genau das wollen wir doch auch. In der Richtung. Wie schnell kriegen wir diesen Meilenstein fertig? Weiß ich nicht. Ich hol schon mal das erste. Ah. Stahlbeton hole ich. Ja, ich bin gerade Die. hier bei der Aluminiumfabrik und hol die Platten, die 100. Ja, und dann bringe ich noch die Verstärken mit. So, das heißt, in 5 Minuten, beziehungsweise in 3 Minuten, ja, fast 4 Minuten, können wir ihn wieder wegklicken. Ja. Ah, Geothermalgenerator lässt er forschen hier. Ja. Da sieht man mal, wir sind hier fast durch. Alienorgane durchgespielt, Mycelium durchgespielt, Nährstoffe durch, Elektroschnecken durch, Quarz ist noch und Schwefel. Ja. Quarz und Schwefel noch. Und natürlich halt bei Caterium-Erz noch den programmierbaren Splitter. Aber Sysnick sagte ja schon, das Herstellen von den Supercomputer ist verdammt langsam. Ja, sehr, sehr langsam. Ja, 24 Schläge, ne? Ja, richtig langsam. Ich habe eben gedacht, so, oh, endet das überhaupt noch mal? Habe ich noch was? Wir haben ja sogar noch Quarzsand hier drinnen liegen. Das nehme ich mal raus und Ja. werfe das mal in den Container. Kann er das gleich weiterverarbeiten? Erstmal. Diese Platten werden wir ja eh noch öfters benötigen. Niemals. Oder Aluminium ist ja eh gerade so die Sache, wo wir bei sind. War doch hoffentlich hier, ja. Zack. Dann kann er Aluminiumbahn herstellen. Habe ich. Genau, die brauchen wir ja auch gleich. Habe ich gesehen. Nehme ich schon mal ein Inventar. Oh, wieder so eine richtig produktive Folge. Alleine nur durch diesen Bau von letzter Folge können wir jetzt unsere Meilensteine wieder ziemlich gut rushen. Ja. Für die Schutzanzüge brauchen wir das. Ja, und ich wette, danach ist auch ganz schnell wieder vorbei. Naja, 300 Motoren haben wir, aber Funksteuereinheiten müssen wir bauen und dafür brauchen wir diese Quarzdilatoren oder wie die heißen. Oh ja, viel Spaß. Wird sehr spaßig. Ja.
Also Schutzanzug hätte ich kein Problem, habe ich alles mit im Inventar, was wir für Schutzanzug brauchen. Ja. Luft- und Raumfahrttechnik habe ich noch nicht alles im Inventar, aber die Funksteuereinheiten habe ich halt noch nie benutzt, gebraucht. Ist dir eigentlich was aufgefallen, wenn du hochgegangen bist jetzt in die Stahlproduktion? Nee, ich bin da noch nicht gewesen. Guck da gleich mal. Das ist angekommen. Ja. Oh, will ich mal hochgucken. Wenn ich hochgehe in die Quarzebene. In die Stahlbetonebene. Ja. So. Milestone reached. Improved conveyor belts and lifts can now be constructed. Brauchen wir für MK5 Förderbänder? Hahaha, die Teile. Nett. Die lasse ich ja gerade produzieren. Nett. Sehr nett. Was soll mir denn da aufgefallen sein? In der Stahlebene. Naja, ich weiß ich nicht. Brauchst vielleicht nicht mehr dein Jetpack? Für Um was? in die Stahlebene zu kommen? Brauchtest du ja vorher auch nicht. Doch. Du bist uns runtergefallen. Nee, du konntest, wenn du oben Nee, gestanden hast, nein. konntest du mit einem Sprung rüber. Niemals. Ja, mit Springen. Wie unnötig. Wie unnötig. Jetzt will ich mal was wissen. jetzt sieht das aus, ne? Wenn hier Schrauben durchgehen. Ja. Ich habe das mal in MK5 gewandelt. Wow. Jetzt kriegen auch alle ihre Schrauben ein bisschen los. Na okay. Wenn du noch genug hast, könntest du die Zuläufe auch noch MK5 machen. Aber da ist eigentlich immer voll, ne? Und die sind voll, ja. Das hat gar kein Problem. Hier wird. Okay, das kommt eigentlich auch gut gegen an. Aber ich will dir das zeigen, wie schnell das ist, das MK5 Förderband. Habe ich hier zu wenig? Ach so. Wo bist du gerade? Und in der Stahlebene ist dir sonst auch nichts weiter aufgefallen, ne? Nein. War mir klar. Ja, sorry, dass ich nicht alles immer sehe. Ich habe dann mir auch noch eine Werkbank hingestellt, damit du jetzt auf verschiedenen Ebenen arbeiten kannst. Ah. Was war das Letzte? Was? Ja. Was sieht da jetzt rein? Hier die Ja. Filter. Ach so. Können wir auch Schutzanzüge? Wir werden noch wieder Filter irgendwie herstellen.
Denke ich. So, jetzt ist die Frage. Was möchtest du eher? Luft- und Raumfahrttechnik? Damit können wir eine Drohne herstellen. Aha. Und Scanner zu Schwefel. Das hört sich gut an. Atomkraft. Da hätten wir dann auch einen Scanner zu Uran. Und Atomkraftwerk. Das Atomkraftwerk würde uns einiges, würde einiges vereinfachen, ne? Okay. Oder nicht? Meilenstein hast gesehen? Meilenstein? Ja, nee, leck mich. Ja, das ganz letzte kriegen wir schon mal nicht, die 2000. Oder ist da mittlerweile was in den Dings drinne? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich nehme mich auch nicht. Und die 200 Stück, viel Spaß. Wir haben nicht genug Schrauben. Naja, nach und nach können wir da uns ja einen Meilenstein machen. Ja. Alternativ, ich kann ja mal die anderen Sachen zeigen. Das wäre zum Beispiel. Ja, okay, die 3000 kriegen wir locker zusammen, aber den Rest, ne? Die Dings, die sind schon fertig, die anderen beiden Sachen. Aber halt die Funksteuereinheiten. Da müssen wir Computer für craften. Ja, du hattest eben, Atomkraft war das erste, was du gezeigt hattest, ne? Ja. Ja, dann lass das nehmen. Das ist doch ein bisschen einfacher. Vor allem haben wir, wenn wir die Atomkraftwerke haben, können wir alle anderen abschalten. Alles andere weg. Richtig, also gehen wir da drauf. Keine Benzinmotor, keine Benzindinger mehr, gar nichts. Treibstoff ist reinweg nur noch für Fahrzeuge und unsere Jetpacks und sowas. Beton lasse ich übrigens gerade auch noch unten herstellen. Ich habe die alte Beton-Dings mal wieder angeschlossen. Die von rechts. Ja, rechts, links. Je nachdem, wo du halt guckst. Da, wo wir auch unsere. Die ganze Zeit trocken standen. Genau. Die rechts. Weil hier kommt immer noch zu wenig an. Am Beton. Ich bring gleich die Dings mit. Ich mach grad noch eben. Letzte Sache in Katerium. War das doch, glaube ich. Ja. Katerium. Ja, dafür stelle ich gerade die Sachen her. Damit ist das auch abgeschlossen. Die Forschung. Dann ist der Reiter auch weg. Ein schwerer modulare Rahmen. Ja, da bin ich gerade bei. Deswegen sag ich, wir haben gerade keine Schrauben. Wird jetzt erstmal einen ganzen Augenblick dauern, bis wir wieder genug da hätten. Brauchen ja nur 20.000 Schrauben. Überhaupt nur 20.000 Schrauben. Wir kriegen nicht mal gerade 500. Also abführen kann das jetzt auf jeden Fall ziemlich gut, die Schrauben. Ich würde auf jeden Fall auch gerne noch die Motoren wieder mit in Betrieb nehmen. Motorenproduktion. Ja, haben wir nix. Schrauben? Die Beton kannst du knicken, ne? Ja, oben, das reicht ja gerade so aus für die Dings. Ich hab aber unten halt angemacht. Ja, weil hier ist. Also irgendwann wird das da auch voll laufen, weil es ist schon ja, mehr wenn Beton. Stahlbeton voll ist, aber wir nehmen immer Stahlbeton raus, also wird das nicht voll laufen. Nein, wenn du mal so guckst, das Beton hat sich auch schon da innen drin auf 218 oder so erhöht. Ja, das kann möglich sein, aber.
Das wird noch ewig dauern, bis das da mal irgendwann stockt. Wenn überhaupt. 200, 400, 600, 800, 900, 1000. Wir haben schon einmal zu viel. Guck, es sind doch nur noch 3 Stacks Beton. Nur noch, sag ich halt, ne? Ja. So. Aber ich denke mal, Computerherstellung sollte ich nochmal wieder anwerfen, ne? Hatte ich eigentlich, war die am Laufen. Ja, Kupferblech fehlt. Mal guck, dann bring ich gleich mit, bin ja eh hier oben. Ich habe noch einen Stack Kupferblech hier gehabt. Habe ich gleich mal reingeworfen. Ja, ich bring Kupferblech mit. Ich sage, diese Produktion müssen hier auch oben mit hin. Ja, wir müssen eigentlich mal systematisch durchrechnen, was wir wo brauchen. An Oh ja, Produktion. das ist gut. Kupferblech geht uns oben auch aus. Auch die müssen wir noch verbessern. Ja. Oh, Kupferblech sollte Kabel. jetzt erstmal genug haben. Kabel sollten wir die 2000 aber haben, ne? Kabel haben wir dicke. Okay. Kabel ist erledigt. Ja, Beton ist ja gerade bei am Herstellen. Da sind wir fast wieder bei 100. Die Rahmen habe ich gerade echt wenig Lust. Und die Supercomputer erst recht. Ja. Ja, ich möchte hier ein Splitter gerne haben. Okay, das ist auch nervig, wenn du dann springst und Ja. nebenbei ins Menü gehst, macht er automatisch das Jetpack an. Bei mir. So, nochmal hier einen neuen Container hin. Extra nur einen kleinen Container. Hast du dir denn schon einen Platz gesucht, der weit weg von uns ist, wo das Atomkraftwerk hin kann? Noch nicht. So. Ach. Oh. Und da müssen wir doch auch Sachen raus und rein und whatever. Ein Atomkraftwerk. Ja. Bin mir nicht sicher. Da kommt ja auch irgendwie Uranium.
Ja, das Uranium kommt da rein, aber dann kommt da doch auch noch was raus. Bin ich doof. Eigentlich ja, müsste was rauskommen. Kannst du aber, glaube ich, auch wieder aufarbeiten zu neuen Uranium. Plutonium? War es nicht Plutonium, was am Ende rauskommt? Kann sein, ja. Falschen Container. Ich wollte da einen großen Container hinstellen. Für Beton. Gut, machen wir noch was anderes. In der Zeit, wo er da Beton herstellt. Beton habe ich eigentlich. Nicht viel, braucht das aber auch gerade zum Bauen. Warten wir noch mit abgeben. Wollte irgendwas machen. Genau. Wollte hier hin. Schaffen wir uns nochmal einen mobilen Miner. Dann bauen wir das da hinten ab. Und bauen dann mal einen MK2 hin. Bohrer. Damit er dafür richtig zusammenkommt. Das schneller geht. Förderband alleine hilft da nicht. Doch. Auch. Gießen. Bohrer läuft an. Dann müsste er gleich starten. Hoffentlich. Sag mal, wie sieht das eigentlich mit Benzin aus? Gibt es da noch was von, oder? Ja. Ne, Container. Da In welchem hinten. Container? Ja, hier. Ah, okay. Was du nur machen musst, wenn irgendwann mal Zeit ist, ein paar leere Container, leere Kanister wieder hier hinten reinwerfen. Falls wir mal welche übrig. Oder falls wir mal Zeit haben, die herzustellen. Endlich Geht auch Beton. schnell. Ich kann wieder fliegen. So, jetzt machen wir mal was anderes. Wir übertreiben gar nicht. Nee, nur ein bisschen. Geringfügig. Ich habe gerade den MK2-Bohrer mit Doppelboost gesetzt. Ah. Damit er mal Warum? eben schnell das So. Lager voll macht. Danach nehme ich die wieder raus. Und immer noch zu wenig. Dann hast du auch schon drei Stück hier stehen, ne? Ja. Wir hatten damals einen kompletten Container voll mit Beton. Er ist einfach mal so weg. Ich weiß gar nicht wohin. Es sind Stahlbeton umgesetzt worden. Ja, nicht nur Stahlbeton. Auch in dieser Fabrik hier. Bei anderen, ja. Da steckt, glaube ich, ziemlich viel Beton schon drin. Das kann gut möglich sein, ja. Diese Mixer hier, da brauche ich 5 von denen. Ich würde gerne mal. Der Mixer kann Flüssigkeit mixen und mit festen Teilen in verschiedenen Prozessen kombinieren. Förderhöhe 10 Meter. Ah. Den verstärkte Rahmenblöcke.
So ist das hier stehen geblieben. Ich wusste es doch. Das mit Wasser. Ja. Ich habe die Rohre gespült. Na. Oh, ich glaube, ich habe nicht nur für hier Rohre gespült. Ich habe, glaube ich, für überall. Okay. Oder? Sag nicht, dass Weiß es jetzt. nicht. Da ist genügend Wasser da. Ich dachte jetzt schon, dass ich komplett alle Rohre gespült habe, dass wir kein Wasser mehr oben haben bei unseren Kohlekraftwerken. Das wäre fatal. Ja. Okay, zumindestens dann fühlt es sich auf jeden Fall wieder, wenn das wirklich der Fall war. Dann müssen wir das anders machen. Dann lassen wir das Wasser nicht zurücklaufen, sondern lassen das einfach hier in den System, oder? Und dann Möglich. könnten wir rein theoretisch dieses System hier nur entleeren mit einer Flutung. Nochmal einfach drei, vier von den Wassertanks hintereinander. Und dann irgendwann gehen wir mal dahin und tun das einmal entleeren, das Wasser. Ja. Na komm, das machen wir. Glaube ich sicherer. Geht ja darum, dass Na, unsere. Crafty, du müsstest die Statorenproduktion auch mal wieder in Betrieb nehmen. Ja. Da werde ich mich nachher drum kümmern. In der nächsten Folge würde ich sagen. Ja. Dass wir dann die Statoren dann mal machen wieder. Weil Rotoren kommen jetzt an. Rotoren hast du schon nach oben geliefert? Jo. Nice. Sind die auch wieder da? So, dann mal eben hier Rohre zwischenlegen. Nein. Das ist hier wieder nicht, ne? Das siehst du. Das so oder so nicht. Setze ich die doch alle nochmal eben in Reihe. Vernünftig. Tank 1. Tank 2. Tank 3. Tank 4. Tank 5. Und dann geht das hier aus. Schließen wir die Tanks nur miteinander wieder an. Ich frage mich nur, wieso er das gerade wieder so gesetzt hat, wie es nicht wollte. Weiß ich nicht. Und wenn du es nicht weißt, dann weiß ich es auch nicht. Zu nah, dann machen wir das halt hier daneben. Und damit darf der eigentlich nicht mehr rumheulen.
Ist das nun eine schöne Sache, diese Teile zu bauen? Boah, zu steil, sagt er mir gerade, weißt du? Ja. Ein Rohr ist zu steil. Ja. Was? Genau das. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Rotorenproduktion und hoffe, dass wir da auch das mal vernünftig und schön hinbekommen. Dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.